Sehr schöner Strauß, sehr schöne Rosen. Vielen Dank. Das ist für Sie. Alfons? Ja. Ist Frau van Orden in Ihrer Suite? Ja, ich nehme es an. Zumindest hat sie gerade angerufen und einen Massagetermin vereinbart. Aha, ja, wunderbar. Ja. Hallo, meine Lieben. Charlotte! Das ist ja eine schöne Überraschung. Ich habe dich erst heute Abend erwartet. Ich konnte auf einen früheren Flieger umbuchen und wie ich sehe, komme ich genau richtig. Ach, die sind ja schön. Danke, wie aufmerksam. Und wie war es in Afrika? Es ist alles bestens gelaufen. Ganz liebe Grüße von Gregor und Samir. Danke. Ah ja. Geht's den beiden gut? Ja, sie sind verliebt wie am ersten Tag. Das ist schön zu hören. Hast du alles erreicht, was du dir vorgenommen hattest? Wir haben endlich einen neuen Ansprechpartner in der Regierung. Und prompt sind die Lieferungen eingetroffen. Also können wir die Arbeiten ungehindert fortsetzen. Deine Anwesenheit war nicht mehr notwendig. Ja, ich hatte keine Ruhe mehr wegen Robert. Wie geht es ihm? Oh Gott. Der hält sich sehr tapfer. Oh, Schatten, entschuldige, wir besprechen alles weiter heute Abend. Ja, ich habe einen ganz wichtigen Termin. Schön, dass du wieder da bist. Hallo, Werner Seifert hier. Ich hätte noch mal einen wunderschönen Blumenstrauß, ja? Danke. Von Lichtenberg. Ich warte immer noch auf eine Erfolgsmeldung. Ja, ich bin ja auch dran, aber... Kommen Sie mir jetzt bloß nicht mit einer neuen Ausrede. Ich fühle mich so mies dabei. Ihre Tochter hängt an Jakob Krentlinger und die beiden auseinanderzubringen, das... Als Sie mich erpresst haben, hatten Sie ja auch keine Gewissensbisse. Also werden Sie ja wohl eine kleine Intrige hinbekommen. Ja, Sie haben leicht reden. Ich möchte endlich Ergebnisse sehen. Das werden Sie ja auch bald, aber ich brauche noch was Zeit. Genau die läuft mir davon. Ich gebe Ihnen noch 48 Stunden, dann informiere ich die Polizei über Ihre Erpressung. Ich werde die Hochzeit der beiden verhindern, das verspreche ich Ihnen. Was heckst du da aus? Auf Wiedersehen. Und bestellen Sie Kommissar Falke einen schönen Gruß und vielen Dank, dass wir es hier erledigen durften und nicht auf dem Revier. Machen wir. Wiederschauen. Wiederschauen. Na, hör mal, das ist doch selbstverständlich. Immerhin bist du krank. Dass das Geständnis von Dr. Österreich vor der Polizei bestätigt ist, das rechne ich dir hoch an. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich zur Normalität zurückkommen und dieser Albtraum ein Ende hat. Und dann hoffe ich auch, dass sich unser Verhältnis wieder normalisiert. Aha, Sie schlagen sich also auf Ihre Seite, ja? Was hat sie Ihnen dafür geboten? Geld? Sex? Fürstenhofanteil? Das habe ich jetzt überhört. Warum dann? Ich halte mich an die Wahrheit. Sie scheinen es immer noch nicht zu verstehen, was? Wenn man eine schwarze Witwe nicht stoppt, dann mordet sie einfach weiter. Das ist ihre Natur. Ich gebe mir den guten Rat, überlassen Sie es der Polizei. Außerdem, durch meine Aussage scheiden Sie als Verdächtiger aus. Ich glaube, da sind Vorwürfe ein bisschen unangebracht. Ich weiß, dass Sie es gut meinen, aber hier geht es bitte um einen... entschuldigen Sie, ich muss noch Vorbereitung für meine Reha treffen. Wie dumm bist du eigentlich, hä? Ist dein Wunsch, mir etwas anzuhängen, größer als der nach einem Leben in Freiheit mit Frau und Kind? Wird dir eigentlich nicht schlecht, wenn du in den Spiegel schaust? Nein. Du hast mich von Anfang an für dieses miese Spiel benutzt. Ich hatte keine Wahl, Debbie. Zwei Menschen auseinanderzubringen, die sich lieben, wie schäbig ist das denn? Das hast du doch auch probiert. Ja, weil du mich manipuliert hast. Aber noch nicht, weil ich das wollte. Ich werde erpresst. Das ist keine Entschuldigung. Ja, wie dem auch sei, ich muss die Sache jetzt durchziehen, sonst... Ja, klar. Lass dich von der noch weiter unter Druck setzen. Spinn's ja wohl. Ich wandere sonst in den Knast. Ja, verdient hättest du's. Und ich, blöde Kuh, lass das auch noch mit mir machen. Ich glaub's nicht. Debbie, bitte. Bitte verrate mich nicht. Der Weg ist doch jetzt frei für dich und Jakob. Stimmt. Also können wir die Sache bitte vergessen. Nein. Aber... Ich bin mir sicher, Jakob und ich kommen auch ohne Intrigen zusammen. Und Sibylle, sagst du gefälligst die Wahrheit.
Ist was? Nein, nein, nichts. Sehr habe ich mir das gewünscht. Du bist wieder mit Eva zusammen. Und der Prozess ist hinfällig. Wer hätte bei meiner Rückkehr gedacht, dass ich gleich von zwei so positiven Nachrichten überrascht werde? Ja, nur basiert eine davon leider auf Lügen und Intrigen. Zum ersten Mal in meinem Leben ist mir das egal. Hauptsache, du bist entlastet. Frau Saalfeld! Wie schön, dass Sie wieder da sind. Herzlich willkommen in der Familie, Eva. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass Sie und Robert endlich glücklich werden können. Danke. Ich schau mal nach Valentina, ja? Ich habe Valentina was Hübsches gekauft. Markus hat mich übrigens angerufen und mir von seiner Aussage bei der Polizei erzählt. Robert, nimm es ihm nicht übel. Er will einfach endlich zur Ruhe kommen und einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen. Ja, nur leider bleibt die Gerechtigkeit dabei auf der Strecke und dieses Mischstück wandert nicht hinter Schloss und Riegel. Robert, du musst deinen Hass auf Barbara von Heidenberg vergessen. Die negativen Gedanken fressen dich sonst auf. Hör mal, jetzt kannst du endlich deine Freiheit genießen. Mit den Menschen, die dich lieben und brauchen. Du scheinst es nicht zu verstehen. Diese Frau hat versucht, mein Kind umzubringen. Meine Eltern ebenso. Sie hat nur Unglück gebracht. Seit dem ersten Tag, als sie hier erschienen ist. Ich kann nicht unbeschwert glücklich sein, solange diese Frau hier rumläuft. Eva, ich wollte dir nicht wehtun. Wie nett. Aufmerksamkeit des Hauses? Des Hausherrn. Das kleine Entschuldigung, dass ich Sie nicht sofort erkannt habe. Und inzwischen ist die Erinnerung wieder da? Eine so faszinierende Frau, wie Sie es sind. Die müsste doch jedem Mann in Erinnerung bleiben. Dolores! Seit ich in Deutschland lebe, habe ich meinen Namen angepasst. Du hast ja völlig verändert, die Haare, eigentlich alles. Trotzdem hätte ich erwartet, dass du mich wiedererkennst. Oh Gott, es ist eine Ewigkeit her. Genau 33 Jahre. Ich habe in meinem Beruf mit so vielen Menschen zu tun. Dann scheine ich ja keinen großen Eindruck auf dich gemacht zu haben. Ich dachte, wir hätten mehr als nur eine kleine Affäre miteinander gehabt, oder? Doch. Doch, du hast einen großen Eindruck auf mich gemacht. Einen sehr großen. Ich wäre jetzt gern allein. Bitte geh. Ich wüsste aber gern, wie es in der Zwischenzeit ergangen ist. Du hast es selbst gesagt. Es ist eine Ewigkeit her. Wir sollten es dabei belassen. Bitte. Aquellos ojos que acarician al mirar en la cortada más maleva una canción. Eva, schläfst du schon? Ich
wollte nur wissen, wie es dir geht nach diesem aufregenden Tag. Ganz okay. Wirklich? Du musst vor mir nicht die Tapfere spielen. Einen sterbenden Menschen zu finden, das ist starker Tobak. Ich habe auch einmal eine Leiche aus dem See gefischt, wenn du dich erinnerst. Rangbrillon, ja? Ja. Ja, und dann noch das ganze Prozedere auf dem Polizeirevier. Du musst doch völlig fertig sein. Ich komm schon klar. Und warum bist du nicht beim Robert? Oder er bei dir? Ach, ich wollte einfach mal. Wollte einfach mal zur Ruhe kommen. Soll ich dir mal eins der Geheimnisse verraten, warum die Hildegard und ich schon so lange glücklich miteinander sind? Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, wenn man versucht, die Haltung des anderen zu verstehen oder zumindest zu tolerieren, dann kommt das Verzeihen meistens ganz von selbst. Also, wenn du irgendwas brauchst oder auch nur jemanden zum Reden, dann sag Bescheid. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Verstehst du Eva, Prinzessin? Also ich verstehe sie nicht. Wie kann sie von mir verlangen, dass ich mich damit abfinde, dass Barbara ungestraft davonkommt? Weißt du, diese Frau hat uns schon so viel Böses angetan. So viel. Ich kann mich nicht damit abfinden. Barbara muss das Handwerk gelegt werden. Aber ich bringe jetzt erstmal ins Bett. Müsste ich mehr Verständnis für Robert aufbringen? War es falsch, Markus zur Aussage zu drängen? Auch wenn die Mordanklage jetzt gegen Robert fallen gelassen wird? Und ich verstehe seinen Hass auf diese Frau, auf diese Heidenberg, aber ich habe Angst, dass seine Rachegefühle ihn auffressen. Dass er vergisst, was die wahren Werte in seinem Leben sind.